was gesehen. Ich hatte keine Wahl. Hallo. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Die ganze Welt ist kaputt. Das habe ich auch gedacht, bis ich eine Möglichkeit fand, etwas zu bewegen, um mein Leben und das Leben aller zu verändern. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Ja, bin ich. In Ordnung. Fantastisch. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Seit unseren Anfängen hat uns noch nie eine Säule verlassen. Nicht so schüchtern. Komm. Ich hoffe, du entscheidest dich, dein Leben zu ändern. Ich freue mich immer, neue Mitglieder willkommen zu heißen. Hier entlang, Nächster. In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Was erhalte ich denn als Gegenleistung für meinen Besitz? Du bist in altem Denken verhaftet. Du klammerst dich an dein altes Leben. Aber das sollst du hier aufgeben. Und der erste Schritt ist das Loslassen von materiellem Besitz. Das ist doch wohl ein Witz. Ich soll dir alles geben, was ich habe? Der erste Schritt ist der schwierigste, Nächster. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dein altes Leben abzustreifen und den Weg hin zu Gesundheit, Reichtum und Glück zu beschreiten. Findest du nicht, das ist ein vorübergehendes kleines Opfer wert? Hab's mir anders überlegt. Ich will doch nicht beitreten. Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Du musst mir wirklich alles geben. Sofort. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. So läuft das also, ja? Lass uns einfach in Ruhe! Du hättest es einfach abzählen lassen. Das wirst du uns nicht mehr basteln.